Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute aus dem netten Mannheim. Ihr seht, der Neckar fließt unter mir durch. Wir haben einen grauen Tag, aber die Laune ist wie immer gut. Und ich habe was sehr Besonderes für euch vorbereitet, weil in Mannheim gibt es eine Gegend, die nennt sich Klein Istanbul oder Little Istanbul. Und dort gibt es einfach alles aus der türkischen Küche. Wir haben Kebabs, wir haben Pide, wir haben Lahmacun, wir haben auch diesen vertikalen Char-Kebab, den ich in Deutschland so noch nie gesehen habe und den wir auf jeden Fall testen müssen. Und ja, ich freue mich auf schönes türkisches Essen. Viel Spaß. Und Leute, für die heutige Foodtour, wir haben keinen geringeren Guide als Mario G höchstpersönlich. Herzlich willkommen in Mannheim. Kebabs, willkommen. Pide, willkommen. Char-Kebab, willkommen. Char-Kebab, willkommen. Baklava, willkommen. Ayran, willkommen. Ayran, alles. Ja, Tobias ist auch mit dabei. Servus. Das ist ein Kollege von Mario, der uns aus Frankfurt hergefahren hat, abgeholt hat. Auf jeden Fall sehr korrekt. Also ihr könnt euch auf jeden Fall bei Tobias bedanken, dass diese Tour heute möglich wurde. Und er gibt heute Premiere, sein allererstes Baklava in seinem Leben ist. Und seinen allerersten Lahmacun. Ja, ich bin richtig gespannt. Das wird eine geile Sache werden. Ja, Mann, seid ihr hier, um ein bisschen was zu essen, ne? So sieht's aus. Willkommen, ich heiße euch willkommen in Mannheim. Das freut mich doch. Ja, Mann. Was geht ab? Was geht? Wie geht's euch? Gut. Was sagt ihr, diese oder diese? Ocakbaşı gehört ein Kollege, ist auch super. Ocakbaşı ist auch sehr, sehr, sehr stark. Ja. Aber bekannt ist in Mannheim. Dann müssen wir das nehmen. Danke euch auch. Danke, ciao. Okay, Leute, ein paar Schritte weiter gegangen durch Mannheim und wir befinden uns auf diesem Marktplatz hier. Der auch Marktplatz heißt, also auf dem... Der Marktplatz. Der Marktplatz? Der Marktplatz. Der Marktplatz. In Mannheim. Wie ich gelernt habe, diese Ecke da hinten heißt Klein Istanbul, oder? Little Istanbul. Klein Little Istanbul. Warum heißt sie so? Ja, weil es hier halt viele türkische Restaurants gibt. Hier wirst du, hier wohnen viele Türken. Hier gibt es alles, was in der Türkei auch gibt zu essen. Und ja, jetzt so ein kleiner, so eine kleine Subkultur gebildet einfach. Okay, krass. Türkisch ist. Mario G, was kannst du uns erzählen über den Laden? Ja, wie wir gerade festgestellt haben, haben die auch Gaziantep-Spezialitäten. Aha. Das heißt, die Kollegen kommen aus Gaziantep. Und ja, wir haben es uns hier gemütlich gemacht auf der Straße mit Aussicht auf den schönen Marktplatz. Die Glocken läuten. Und ja, man muss so ehrlich zugeben, das Wetter ist ein bisschen grau so, ein bisschen rau. Aber dafür wird das Essen uns jetzt dann gleich schön aufwärmen, Leute. Ali Nasi gibt's hier? Den hätte ich gern. Mit was für ein Fleisch magst du haben? Mit Lammfleischstücken oder mit Lammfleisch? Mit Lammfleisch, ja. Okay, Leute, wir sind zurück in Gaziantep, wie wir sehen. Oh, und das ist der Grill, Leute. Was geht ab? Auf jeden Fall auch so im klassischen Antep-Style. Wir haben diese Kupferwand, diesen Kupfergrill. Und es raucht halt einfach schon krass da drin. Man sieht den Adana, die Adana-Spieße, die Shish-Kebabs. Wei, 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 da geht's auf jeden Fall rund. Wie heißt du das? Lukas. Lukas, gell? Ja, ja. Auch hast du gesehen, unsere Stadt Antep. Ganz Antep, gell? Hast du Videos gesehen? Ja, ja, ich hab dich gesehen. Hier wird abgezapft, Leute. Stark. Oh. Original, hä? Da hinten ist noch ein Ofen, wo Lahmacun und Pide gemacht wird, oder? Ciao, Jungs, ja. Danke. Ist Ayran? Ja. Yep. Original. Was ist das denn? Bro, das ist der Original Antep. Soll ich mal probieren? Das musst du Bier essen. Original Antep Cappuccino. Cappuccino Ayran ist das. Sieht man das so? Boah, der ist geil, Mann. Oder bringst du mir auch so einen? Brot kommt. Tobias, was sagst du? Stabile Ayran? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nicht so viele Vergleiche, aber der ist gut. Gebt euch mal hier dieses Blubberbad einfach. Schau mal, mit Schöpflöffel kann man da einfach seinen Ayran schöpfen. Aber der ist gut, ja? Der ist wirklich gut. Witzig. Danke, der Kerl. Ja, guten Morgen, Mannheim. Das Essen ist am Tisch. Einmal Ali Nasik und einmal Alti Esmele Kebab. Und ich muss auf jeden Fall direkt mit diesem Ali Nasik Kebab anfangen. Ihr wisst,
ein Gericht, das einen großen Platz in meinem Herzen hat. Ihr seht hier Aubergine mit Joghurt vermischt. Darauf haben wir Adana-Kebab oder einfach ein Hackfleisch-Kebab und nochmal Tomatensauce und hier müsste auch noch flüssige Butter sein, ja? So, alles zusammen auf jeden Fall eine starke Kombination. Vor allem Aubergine, immer ein sehr wichtiges Element in Speisen und vor allem Joghurt mit Fleisch. Einfach, der Ayran ist schon integriert, ihr wisst. Hast gewusst, dass ich das sagen will, ne? Und der Lamadjun kommt, Leute. Okay, einmal Zitrone auf den Lamadjun, komm mal nachher, Teil, hau rein einfach. Ich mag das nicht, ich bin nicht so einer. Schön Zitrone drüber. Rollen wir das einmal schön ein. Schaut mal, wie schön angebacken von unten. Hast du gemacht, dieses Zigarrenbrötchen. Genau diese. Ah, geht außen. Ja, geht außen. Geht nichts über den Lamadjun zum Frühstück, ne? Oh ja. So schön knusprig gebackener Teig unten. Und diese Fleischmasse, die den Teig oben so schön weich gehalten hat. Dann hast du einfach Matsch und Knusprigkeit in einem so. Verbindet sich. Dann noch das Tomatige, die Gewürze. Harmoniert. Und mehr Chimek kommt. Wei, 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 wei. Was sagst du rein optisch? Oder gerade sehr, sehr, sehr sexy. Ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Pass auf. So lobe ich mir das. Stark. Ja, genau so lobe ich mir das. Was will ich mehr? Alhamdulillah. Tobias Bronk, Kumpel, wir mal. Auch zum ersten Mal Lamadjun in deinem Leben? Ja. Oder? Ja. Ja, wirklich? Krass. Ja, wirklich. Ja. Mach Zitrone drauf, ja. Wir haben irgendwie leider kein bisschen Upgrade. Normalerweise oh, Salat. So ein bisschen Zwiebeln und so weiter. Da, wir haben Salat. Nee, aber diese Gartensalat ist noch drin. Egal, hau rein damit. Nein, ja. Das nehme ich dir mit. Mit Stiel, oder? Ja, ist klar. Das ist richtig, richtig gut. Also diese Schärfe von der Peperoni auf jeden Fall. Und dann dieses Weiche vom Belag und dann diese Knusprigkeit. Richtig geil. Also, das ist mein erstes Mal am Matschun, aber ich bin jetzt schon Fan davon. Richtig geil. Stark. Ja, ich würde sagen, was noch auf jeden Fall nicht fehlen darf in einem Antep-Restaurant, ist Alte Esmeli. Das ist nochmal Shish-Kebab. Ich habe es leider vergessen zu sagen, aber ich habe eigentlich immer lieber Adana oder einfach Hackfleischspieße auf den Alte Esmeli und auch auf dem Alinase-Kebab. Aber jetzt haben wir eben die Fleischstückchen, was auch okay ist. Und dann nehmen wir doch gleich mal eins. Das ist eine schnelle Variante, ne? Ja, ich weiß. Ich glaube schon. Aber auch das Fleisch sieht auf jeden Fall sehr schön angegrillt aus. Knusprig, saftig. Und mit so einem Schöpfer-Tomate auf jeden Fall böse Kombination. Oh, sch**. Mal schauen, ob das Fleisch zart ist. Let's go. Das ist einfach ein schön angegrilltes Lammfleisch. In Kombination mit diesem... Ja, einfach saftig, auch gegrillten Tomaten, geschält, gestampft, beides zusammen, schmeckt. Wir machen jetzt hier einen kleinen Freestyle. Gib mir diese Lamadjun, gib mir diese Alinasik und auf den Lamadjun. Heiland, zack. Noch ein bisschen mehr Juice. Juice, Juice, Juice. Und dann räumen wir das Ganze ein zu einer schönen türkischen Zimtschnecke. Wer ist für dich? Ich glaube, sie werden wieder durchdrehen wegen deiner Kombination, ne? Ist mir komplett egal. Und jetzt krieg ich dann den Hate dafür ab. Boah, das Fleisch ist so zart. Warte, möchtest du da drauf? Das oder das? Das Hackfleisch. Kannst du auch noch Bedarf hier? Auf jeden Fall. Nochmal aufladen. Nimm das mal, ja. Und nochmal rein. Danke, Nico. Tobias, hast du probiert schon was von dort? Ne, von da noch nicht. Alinasik auch noch nicht? Ne. Probier mal Alinasik. Alinasik-Test.
Der ist mein Favorite. Also schmeckt richtig fruchtig. Hey, was hast du gemacht letzte Nacht? Ja? Was ist passiert? Willst du dazu irgendwas sagen oder besser nicht? Ja? Glaube ich auch. Na Mario, wie gefällt es dir wieder hier zu sein? Ne? Das ist schön, ich liebe es. Ich bin froh, dass du hier dabei bist, in Mannheim. So wirklich im klassischen Kleinstadt-Vibe, so was die Gebäude und diese Straßenbahn, Fußgängerzonen betrifft. Hier ist so einfach wirklich Klein Istanbul. Klein Istanbul. Schaut mal, hier über mir gibt es auch eine türkische Metzgerei. So alles, was du siehst, jedes Schild, es steht einfach überall in Türkisch geschrieben. Da haben wir den Çak Kebab. Da ist schon Çak Kebab. Erzurum, 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 Çak Kebab. Junge, Junge. Ich dachte nicht, dass ich sowas mal in Deutschland finden werde. Rein. Hallo. Wie geht's? Alles gut? Alles gut. Wir sind da für Çak Kebab. Oha. Es ist einfach wirklich wahr. Original wie in Istanbul, ne? Ja, meine Stadt, der Erzurum. Ja. Und auch original wie in Istanbul gibt es diese Spieße, die reingesteckt werden in den Kebab, dann mit einer Hand mit dem Messer abgeschnitten und hast du einfach am Spieß das schön geschlichtete, saftig und trotzdem kross angebratene Fleisch. Oi, oi, oi. Wunderschön, Chef. Top Gesell. Top Gesell. Jo. Aber ist Lamm oder? Ja, Lamm. Nur Lamm. Nur Lamm. Nur Lamm, stark. Ja. Und guck mal, da wird auch das Brot frisch zubereitet. Merhaba. Und es gibt einfach einen Steinofen, ja. Ist zwar mit Gas, aber sieht trotzdem extrem original aus hier. Was kommt da oben drauf? Was ist das? Was ist das? Joghurt. Ah, Joghurt oben drauf, okay. Tobias, dein erster Chai auch, oder was? Ja. Heute überhaupt zum ersten Mal Türkei alles, oder? Nee, also das ist ein normaler Döner und Jufka und so hat man ja vorher schon gegessen. Obwohl der Döner ja aus Berlin kommt, aber so richtig türkisches Essen ist heute das erste Mal, ja. In Wien sagt man Dürüm, hier sagt man Jufka zu Dürüm. Aber im Norden von Deutschland sagt man auch Dürüm. Und hier im Süden sagt man Jufka. Bei uns sagt man Jufka. Hast du auch schon mal gehört? Jufka, das heißt Dürüm. Was ist dein Problem? Mario, was ist dein Problem? Warum? Na, bitte schön. Oh. Es geht los. Çak Kebab kommt. Ach, das sieht ja mal richtig geil aus. Danke. Boah, das riecht richtig. Das ist krass, gut. Ne? Ja. Was sagst du, Tobi, hä? Ich bin sprachlos. Die mir jetzt angegriffen ist. Okay Leute, ich sag euch eine Sache, dieser frisch runtergeschnittene Çak Kebab, wir müssen den schnell essen, weil wenn der kalt ist, dann ist... Schmeckt er nicht. Genau, wir müssen da wirklich jetzt... Und an der Stelle, ich muss sagen, der Tisch sieht fantastisch aus. So die Farben, dieses Brot auch, was ist das von dem... Also das ist wirklich der Inbegriff einer Wolke, Thai Zerfetz, Sachten. Und ja, Salate haben wir. Wir haben unseren Chai, der uns warm hält draußen. Ja. Ich nehme hier mal so ein Stück von diesem Brot. Es fühlt sich auch schon so weich an, ja. Nehmen wir so ein Stück. Ey, danke, ja. Korrekt, danke. Ja, einen schönen Tag, ja. Dir auch. Danke. Auf jeden Fall, das Fleisch sieht halt schon saftig aus. Also sieht wirklich saftig aus. Und auch schön angebraten oben. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich auch upgraden hier. Oh, da ist so schön Sumak oben drauf, bisschen Öl. Einfach drauf die Zwiebeln direkt aufs Fleisch. Und dann, liebe Freunde, wir brauchen eine Grilltomate. Unbedingt. Wir können die auch gleich hier schälen. Guck mal, nimm die Hälfte hier mit. Oh, dann nehmen wir das Ganze. Juice. Ist so egal. Juicy, juicy, juicy. Ich liebe diese Grilltomaten. So schön warm, saftig, ja. Jetzt fehlt nur noch ein Spritzer Zitrone. Einfach drauf. Why. Zu. Was für eine Tasche, hä? Sag mal bitte. Let's go. Mm.
Wir sind zurück in Istanbul. Das Brot ist so weich, das Fleisch ist so schön würzig, so knackig einfach, hat Power. Trotzdem saftig. Auf jeden Fall stark und diese Zwiebeln bringen die Frische rein, die Tomate mit dieser Süße und Fruchtigkeit. Und insgesamt einfach eine starke Tasche, ja. Einfach wirklich stark. Oh, das war gut. Also das Brot, das ist richtig geil, also das habe ich noch nie so gutes Brot gegessen. Also diese Luftigkeit, richtig gut. Das Fleisch ist perfekt durch, dieses knusprig, saftig, gut gewürzt. Aber jetzt ist das mal richtig so mit Brot einfach rein, Fleisch drauf. Okay. Noch mehr. Das ist kein Schnitzel. Ah, okay. Was ab? Mit dem Brot, dann mit der Hand. Brot drüber, einfach runterziehen auf den Teller. Oh, oh ja, sehr gut. Hau rein. Das ist was anderes, ne? Bist du YouTuber? Bin ich, höchstpersönlich. Willst du mitessen? Was? Nein, danke. Was sagst du, Mario, ne? Knallt. Das ist extrem gut. Ist so geil angefüllt und das Brot ist halt... Ich habe noch nie so ein geiles Brot gegessen, glaube ich. Also so in der Art, so halt was Neues so, was man so noch nicht kennt. Was hast du zu den Essgewohnheiten der Kanaken? Wie findest du die? Top, ne? Richtig gut. Kann man sich noch eine Scheibe davon abschneiden. Ja, ist auch top. Also ich kann mich nicht beschweren. Ja, zerlegt, ja. Der gefällt mir, der Junge. Der kann auf jeden Fall gut mitessen, ja. Auf jeden Fall. Er kam auch auf diese Idee mit den Spießen. Schau mal diese Konstruktion. Wer kommt auf sowas? Ich liebe Lammfleisch einfach. Ich kann es nicht oft genug sagen. Was geht? Sorry für die Verspätung, Alter. Alles gut. Kein Stress. Allah, was geht ab, Bruder? Was geht? Bruder, alles gut, gibt ihr euch erst. Wallah, gibt ihr euch. Ich hab Hunger, ja. Nächste Location, Bruder. Hier, all tut zu viel, Überdosis. Gib mir Lukas. Grüß persönlich, ja. Mein Servus, ich verfolge dich wirklich sehr. Grüß dein Herz. Ist der Mainer? Oh, Künefe kommt. Was genau deins, ne, Künefe? Ich bin eher der Cutner-Typ, aber Künefe ist auch stark. Vor allem auch frisch gemacht im Ofen. Starke Verstärkung, komm, wie heißt du, Bruder? Masyaf, Bruder. Masyaf, Masyaf. Willkommen in Mannheim, Bruder. Ich bin 18 Jahre alt. Gebürtiger Mannheimer und ich zeige euch heute die Insider. Die besten Läden in Mannheim. Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall, was noch so kommen wird, ja. Okay, Künefe, Leute. Stech mir einfach mal rein. Kuss geht raus an Josh Konabi an der Stelle. Zurück in Antep. Pistazien, klebrig, so, du hast den Zuckersirup, der alles so schön zusammen hält. Der Käse, der Fäden zieht, süß, cremig, trotzdem knusprig und dann diese Pistazien, die alles noch perfekt on top abrunden. Stark. Ich hoffe, hat euch angeschmeckt. War voll lecker. Ist immer noch lecker. Also wir haben dieses Geschäft seit 2000 her übernommen. Ich weiß nicht, lass mich lügen, seit 2002, 2004 gibt es das. Wir haben es seit 2010. Der Char Kebab, der war schon immer dort so? Hast du der war schon immer noch, ja. Okay, nur der, wo das macht, ist immer noch hier. Sonst hat sich nichts geändert. Und es gibt es, soweit ich weiß, in Deutschland nur bei uns. Und ich habe mal gehört, in Köln soll es auch geben. Ich habe es noch nie gesehen irgendwo außerhalb der Türkei. Das ist auch ein bisschen schwer zu machen. Ich habe es mal versucht zu machen, aber Katastrophe. Du hast deinen eigenen Meister, der das macht. Ja. Stark. Stark, hat wirklich gut geschmeckt. Zweifelhaft. Das soll schmecken. Vorzüglich. Tobi probiert zum ersten Mal Künefe. Deswegen war die Frage, wie schmeckt denn das Knacken? Stark, ja. Richtig gut. Richtig gut, richtig Geschmacksexplosion. Süß. Dieses Süße, dieses Knusprige, genau dieses Buttrige. Genial. Habe ich noch nie sowas gegessen vorher. Das freut mich doch.
Ach, richtig gut. Was starker ist das Tobi? Er ist echt starker Essen. Kannst du überhaupt so viel essen? Ja, Bruder, ist mein Job. Da essen, hier essen überall. Job, Bruder, Beruf. Mann. Geil, Mann. Nur essen, Bruder. Du willst Millionär werden? Dann zweifel jetzt ab. Du weißt nicht, was am Mini ist, gell? Dann wird es Zeit, das kennenzulernen. Ich würde sagen, okay. Gibt es irgendwas zur Gegend noch zu sagen hier so? Die Straße, irgendwas Besonderes? Wir sind hier gerade in der Türkenstraße. Das liegt genau gesagt in Vilsbach, Mannheim. Gehört noch zu den Quadraten. Bruder, Tantuni. Seid gespannt. Auf geht's, wir gehen Tantuni essen. Danke. Dann viel Spaß noch, ja? Let's go. Okay, Jungs. Was geht ab? Merhaba. 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 Abi, burası Tadım Pidin Salonu. Meşhur Mannheim'in en büyük çorbacısı. Çorbalarımızda beyran çorbası var, işkembe, kelle paça var, mercimek var, beykoz var, karışık var. This is beyran. This is beyran. Oh. Mit Reis, ja, zusammen. Original Antep. Und so, ja. Machen wir so. Çekiyor. Sarımsaklı beyran. İsteyene acı da acısız. Richtig Beiran, wie in Antep. Was geht ab? Und die Küche brennt auf jeden Fall. Ja, Kobrec, Beiran, Lamajun geht rein und raus aus dem Ofen. Hier gibt's ab, ja. Der Mann ist auf jeden Fall mit Herz dabei, so jetzt kommt eine Speise nach dem anderen rein, raus. Riecht ihr das? Wenn ihr das riechen könntet, dann würdet ihr uns verstehen. Aber ihr riecht es nicht, deswegen könnt ihr uns nicht verstehen. Ihr könnt es auch nicht schmecken. Wir sind hier bei Tadım Bolkepçe. Den Laden gibt es auch schon ewig. Abi, Dükkan ne zamandır var abi? Ja, seit 20 Jahren circa gibt es den Laden. Ah. Und ist halt Familienbetrieb. Hier ist immer Full House. Immer Full House. Ist auf jeden Fall so der originalste Laden, den wir bis jetzt. Also hier ist wirklich. Da drin geht's ab, Alter. Stark, wir sind zurück in Antep. Okay, Leute, die erste Speise steht am Tisch. Beiran. Wir haben es schon mal gegessen zusammen. Reis, Fleisch und dann diese Brühe, die oben drauf kommt. Heiß aufgekocht. Wir haben Zwiebeln und Petersilie als Beilage und Zitrone. Man hört im Hintergrund, wie das Gas brennt. Brot ist mit dabei und ich würde mal sagen, Bro, mach mal du so, wie man das zusammenstellt. Wie es ist, Bruder Herz, du musst als allererstes diese schöne Zitrone nehmen, okay? Schön drauf, Bruder. Sahdein an alle Bres, es tut mir leid, wenn ihr gerade Hunger habt, während ihr das schaut, aber es ist nicht nach. Bruder, das ist Tadım. Ja, schaut mal, kommt schön viel Reis unten raus und dieses schön saftige und auch so weiche Fleisch, einfach fällt schon auseinander. Türkische Antibiotika, sagt man. Das hat so eine Fettigkeit und so eine Schärfewucht und so eine Hitze, die du damit isst. Gesicht wird einmal komplett rot, Dampf kommt aus den Ohren raus und du bist wieder wach. Da, ich glaube, du solltest mal hier. Und dann geht's wieder. Wovon soll ich einen Löffel ziehen? Hier. Türkische Antibiotika. Türkische Antibiotika. Gib, Bruder, gib. Ich brauche ja Antibiotika. Ich bin voll nur am Schlafen. Ja. Und ich muss auch sagen, es schmeckt wirklich so original. So, es schmeckt. Was haben wir hier? Hier ist Ischkembe, Bruder. Ah, das ist der. Pansen. Da bin ich raus. Nein. Okay, here we go again, ja. Pansensuppe. In dieser cremigen Brühe.
Auch hier kommt Zitrone rein. Richtig. Einmal umrühren. Ja, Leute. Da sind auf jeden Fall saftige Stücke Magen drin. Pansen von der Kuh. Und es riecht auch schon so leicht sauer. Du weißt, es kommt was von innen. Kuss geht raus auf jeden Fall an Ozan und Sean Broke an der Stelle. Komm her, Lukas. Es geht weiter. Fällt mir schon schwer. Ich muss sagen, diese Suppe, die Brühe ist extrem cremig. Und die ist auch besser als damals, als ich schon mal gegessen hatte. Aber so Pansen ist. Muss nicht sein, ja. Ist ein bisschen. Ich feier's. Es ist auch nicht so, dass ich es immer esse. Aber wenn es zum Beispiel meine Mutter macht oder wenn ich hier hinkomme, muss, Bruder. Ich kenne den Muss. Aber Mercimek ist mein Favorit. Mercimek Nummer 2 für Abu Tayyip. Abu Tayyip heute. Ja, Bruder, das hat genau meine Suppe. Was ist eigentlich mit deinen Haaren passiert? Ja, Super Saiyajin ist jetzt. Release oder Release? Ey, Tobi, was sagst du eigentlich zu dieser Bayern? Zu dem hier? Also, das ist, ich hab schon probiert, aber. Das ist eine Explosion von Würze. Das gibt's gar nichts Vergleichbares. Abartig. Gut, also richtig gut. Also, komplette Explosion. Also, bei einer Erkältung ist das genau das Richtige. Es bläst alles durch. Nase, Mund, alles, Halsschmerzen, die gehen danach ganz schnell weg. Also, wird hier medizinisch empfohlen. Nein, bitte mir das. Probier das jetzt mal. Bitte. Probier das jetzt mal, ja. Du musst einfach, um zur Crew zu gehören, einmal probiert haben, ja. Ich will euch nicht mehr zur Crew abheben. Jetzt probier doch einmal, ja. Bruder Ozan, wenn du das siehst, du hast mich gezwungen. Ich zwing dich. Lass uns noch einen Löffel besorgen. Wir probieren gemeinsam. So. Das ist jetzt Pansen, ne, was da drin ja. ist. Ja, Magen. Ja. So, ich nehme so ein kleines Stück, das ist ja. schon eine medizinische Geschichte hier, ne? Das ist eine medizinische. Was heißt mal Magen auf Latein? Gaster. Das gehört Gaster. Bei Lukas lernt man auch Latein. So. Hau rein jetzt, ja. So, jetzt ich. Also sag mal so, der Geschmack, der ist gut, ja? Cremig, lecker, wärmend. Aber diese Konsistenz von diesem Magen, wibrig, ne? So zu wissen, dass damit was verdaut wurde, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es schmeckt nicht schlecht, muss ich sagen. Also es geht. Ja. Mit Rindfleisch. Das Stück mit Rindfleisch, Tantuni. Tantuni. Jetzt ja. Okay, das habe ich noch nie gegessen. Ja. So machen wir. Okay, Tantuni, Leute. Das ist Tantuni, ja. So eine riesige Pfanne, oder wie nennt man das? Ja, die Pfanne, das ist normale, das ist hier alle Fleisch sein. Das ist viel Kunde. Und jetzt kommt Zitrone einmal so. Das war's, so. Manchmal Leute sagen, die besser wie Döner. Ah ja? Wirklich? Ich werde mich gleich davon überzeugen. Okay. Und auch mit Zwiebel, Tomate, alles rein. Ich mache den Original für Sie. Und noch mal Fleisch drauf. Wow. So, ja. Das ist deine, Lukas. Gesticulaire habe ich. Oh, das ist auf jeden Fall neu für mich. Das habe ich noch nie gegessen, noch nie gehört. Tantuni. Guck mal, was eine geile Tasche, ja? Brot frisch aufgebacken, außen knusprig, innen weich, die Innenseite so schön vollgesaugt mit diesem Fleischsaft. Tomate, Zwiebel, Petersilie, das mal ein Sandwich. Auf jeden Fall heiß, Leute, so die Hitze strahlt durchs Brot auf meine Finger. Und rein.
Der Laden ist was für dich, Bruder. Ich merke schon. Besser wie Döner, Lukas. Gibt's auch bei uns nicht. Nicht immer Döner, aber das ist auch gut. Sehr lecker. Man muss auch eine Sache dazu sagen, so ein Essen, wenn du jetzt verkatert gewesen bist und eine wilde Nacht vor dir, also hattest, was feiern, du bist tot, kommst hierher, du isst mal so eine Linsensuppe, ein Mecimek oder so eine Gedärmesuppe, dann so ein Sandwich, du bist so, von so, bist du auf einmal so. Zingelzange Bob zerfetzt, ja. Willst du? Hau rein. Bitte, bitte, bitte. Oder ist das überlos? Ist, ja. Abi, mein Leder in der Saale. Das Fleisch schmeckt so fleischig, so. Das ist so wirklich, du hast so... Also... Einfach nach Dorf. Ja, so... Bauern essen. So, du hast so diesen Biss und schmeckst, du merkst die Fleischfasern, das ist so, du hast so einen schönen knackigen Fleischbiss auf jeden Fall. Und dann diese frische Tomaten, frische Petersilie in diesem schönen Brot. Mmh. Das habe ich so noch nie gegessen und es ist auch was richtig Neues und Geiles, kann ich nur empfehlen. Von 90 bis 10. Lukas, das ist Pecos. 9,99999. Ich muss auch eine Sache sagen, ja. Ich glaube, ich habe außerhalb von der Türkei noch nie einen Laden gesehen, der so original wie der hier war. So. Hier, du merkst einfach original, original. Das ist real, real. Das ist wirklich so. Das ist wirklich real, real. Einfach die Gasbrenner, so wie gekocht wird, wie gegessen wird. So kein Schnickschnack hier, so einfach trocken der Laden, so reicht. Essen schmeckt gut und mehr gibt's nicht. Ja. Ich habe früher gearbeitet hier. Das ist meine. Keine Küche oder so hier bringen, nein. Wir machen alles da vorne, ja. Respekt. Und das ist ein bisschen laut, aber die Feuer, das ist unsere, das ist Musik. Ja, ja, Kultur. Das ist Kultur. Ohne geht nichts. Das ist ohne geht nichts. Wir Deutschland, das ist das Einzige, so machen, ja. Die Bärensuppe, das ist Deutschland, wir Erste, ja, gemacht. Und keine macht das. Ja. Danke. Danke dir auf jeden Fall. Vielen Dank. Lukas, danke schön. Ich sehe dich ja. Merhaba, nasıl gidiyor araba? Danke, danke schön. Schönen Abend. So. Adam, Mannheim, G2, kommt alle vorbei. Herzensliebe Menschen, immer motiviert zum Kochen, bestes Essen. Ja, kriegt ihr Familiengefühle, wie von Mama. Stark, stark, stark. Ciao Jungs, macht's gut, hat mich gefreut, ja. Also, wir stehen jetzt gerade vor Taksim Baklavacı. Die haben alles, ob Baklava, Lokma, alles frisch zubereitet, auch ein Familienbetrieb, die gibt es schon seit langem, Dedoğulları heißen die. Auch sehr beliebt bei uns in Mannheim, bei den Jungs, auf Partys, Martys, wenn wir saufen sind, wir kommen nicht mit irgendwelchen Süßigkeiten. Selamu Aleykum Abi! Das ist Mannheim, was soll ich sagen? Süß wie Baklava, aber manchmal auch bitter. Jalla, gehen wir rein wieder. Let's go. Also ich weiß nicht warum, aber der Besitzer hat gerade Faxen gemacht, dass wir nicht filmen dürfen. Wenn er nicht gönnt, gönnen wir auch nicht. Walla, wir gehen zu Pascham, der hat genauso gute Baklava. Direkt. Doch nicht. Lukas ist ein gern gesehener Gast im Mannheim. Überall, Bruder. Lukas ist überall gern gesehen. Jetzt komm, gehen wir rein. Traum. Schaut mal das an, ja. Topgesell. Ja, die Abla weiß auf jeden Fall, wie man mit Teig umgeht. Was ist der Name? Wie heißt das? Name? Gözleme. Okay, aber jetzt kommen wir zum Real Deal, hä? Also die Theke, die leuchtet einfach, ja? Einfach golden. So strahlt einfach diese verschiedenen Kekse, Gebäcke mit weißer Schokolade, schwarzer Schokolade, Soßen, Streusel, Bro, Schokolade, einfach alles da so. Und dann natürlich nicht zu vergessen, der Superstar, Baklava. Baklawawi. Aber was für ein Bruder? Bro, die glänzen. Das Ding halt, dass es frisch ist, Bruder. Die machen es jeden Tag, die Ustas frisch. Die kommen um 5 Uhr, 6 Uhr morgens hier hin.
bereiten alles vor. Ab 7 Uhr geht's los, Bruder. Das sind alles Tiere hier. Also Arbeitstiere, nicht falsch verstehen. Tobias, du freust dich auf dein erstes Baklava? Gleich mein erstes Baklava. Welches willst du eigentlich? Ich würde schon sagen, es ist ein großes, ne? Weil ich Tobias sagen, braucht ein großes Stück. Ja. Wenn man damit anfängt, dann muss man gleich richtig anfangen. So sieht's aus, ja. Okay, Chef, was machen wir, was nehmen wir? Bruder, jetzt komm mit mir, Baklava an zweiter Stelle. Komm mit. Du gibst dir als erstes, Bruder, die Teile hier, Bruder, Ecke. Das könnt ihr euch vorstellen. Die Windbeutel, wie ich vorhin gesagt habe, einfach nur in die Länge gezogen. Hier mit Schoko-Überguss und Pistazien. Also, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin gar kein Typ von Schokolade. Aber wenn ich das hier sehe, Bruder, kann ich mich nicht zurückhalten. Ich weiß dir, Bruder. Starker Laden, muss ich sagen. Und noch schön, ja. Auf jeden Fall machen wir. Ein Kilo, also. Zwei Kilo, wie wollt ihr? So, ich sag, ein Kilo ist gut, glaube ich. Ja? Jeder ein, zwei, drei. Okay. Alles klar, ich kläre, was gut ist. Ciao, ciao, schönen Abend, danke noch. Danke euch, ja. Ciao, schönen Abend. Boah, die Verpackung. Komm mal, komm. Tobias packt schon aus, oder was? Yeah, ja, ja, mach auf, mach auf. Tobias ist der Mann. Tobias baut Paul gleich rein. Ah, das, ah, stopp, das ist hier. Das ist, nee, das ist hier. Große Auswahl, Tobias. Holen wir uns gleich mal hier raus. So, mein erstes Baklava in meinem Leben. Mmh. Oh mein Gott. Oh. Ewa. Ewa. Er ist jetzt frisch integriert. Baklava basiert. Was sagst du? Machst geil. Du so wie in der Schule. Das ist saftig, süß und ich habe noch nie, also es ist nicht vergleichbar. Richtig geil. Sprachlos. Nee, okay, jetzt zerfetzt, Leute. Ja, komm. Ich nehme jetzt mal so ein Ding. Wie heißt das nochmal? Diese Windbeutel-Geschichte. Das heißt Eclair. Eclair will ich auch. Mein Favorit auch. Boah, ich schnapp mir auch eine von dem Briss. Rein, ja. Boah, das ist krass. Cool. Guter Tag, ja. Du noch ein Chai dazu. Perfekt. Also cremig drin. Boah. Guck mal, dieser Windbeutelteig. Einfach überzogen mit Schokolade und Pistazien, gefüllt mit dieser weißen Creme innen drin. Einfach alles, das Beste aus allen Welten. Mm. Oh. Oi, oi, oi. Ich brauche einen Baklava, Junge. Seit ich Lukas Videos schaue, habe ich mir immer überlegt, wie schmeckt es. Heute war es soweit. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr noch keinen Baklava gegessen habt in eurem Leben, bewegt euren raus und probiert es. Es lohnt sich. Ja, nach Mannheim. Liebe Freunde, auf jeden Fall hat mich gefreut, Mannheim hat ganz stark abgeliefert. Danke auf jeden Fall für den Guide. Kein Problem, Bruder. Bruder an der Stelle. Ich erwarte dich immer wieder. Du machst auch Musik, ja? Gibt es da irgendwas, was wir verlinken können in der Beschreibung? Walla Masyaf, auf YouTube könnt ihr es eingeben. M-A-S-I-A-F. Kommen immer wieder Singles raus. Auf Instagram Masyaf68. Jetzt drehen wir auch eine Netflix-Serie für Mannheim. Bleibt gespannt. Viele Läden, die Lukas besucht hat, kommen dort auch vor. Stark ist euer Herz. Danke auch euch für die Hilfe, ja? Tobi war mit dabei. Deine Meinung war auf jeden Fall gefragt. Sein erstes Baklava in der Welt. Gerne. Der er jemals gegessen hat. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Zu meinem Glück haben die es weggeschmissen. Alter, cut, Bruder. Von neu. Cut, cut. Kippe fliegt hin. Versprechen. Was los, alle?